I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart. In my heart I have but one desire, and that one is you. No other will do. I've lost all ambition for worldly acclaim. I just want to be the one you love. And with your admission that you feel the same, I'll have reached the goal I'm dreaming of. Believe me, I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart. I don't want to set the world on fire, honey. I love you too much. I just want to start a great big flame down in your heart. You see, way down. Lasset die, die in seinem liebsten Land leben, jetzt die Worte des Propheten des Atoms vernehmen. Kommet und trinkt das Wasser des Leuchtens, denn diese alte Kriegswaffe bringt unsere Erlösung. Sie ist das Symbol für den Ruhm des Atoms. Sie soll als Erinnerung an die vergangenen Spaltungen und an das prächtige Versprechen der bevorstehenden Spaltung dienen. Schenkt dem Atom eure Körper, meine Freunde. Gebt euch seiner Macht hin, fühlt seinen Glanz. Und lasset euch teilen. Es ist schön, Sie wiederzusehen. Denken Sie daran, die Kirche der Kinder des Atoms ist immer für Sie da. Die Erlösung ist möglich. Ja, die Kirche der Kinder des Atoms basiert auf der Annahme, dass jedes einzelne Atom der Schöpfung ein ganzes Universum in sich trägt. Wenn dieses Atom gespalten wird, entstehen aus einem einzelnen Universum zwei Universen. Der größte Akt der atomaren Schöpfung. Ab und zu tritt ein göttliches Ereignis ein und Trillionen neue Universen werden erschaffen. Während die meisten verlorenen Kinder dies als Krieg und Zerstörung betrachten, sehen wir in der atomaren Strahlung Schöpfung und Vereinigung. Leuchtenden Schrittes voran. Thank you.